Mitteleuropa in den letzten Jahrhunderten vor Christus. Eine uralte Priesterkaste mit geheimen Lehren beherrscht das Land der Kelten. Ihren Gottheiten opfern sie auch Menschen in grausamen Ritualen. Sie sind Baumeister, Sternenkundige, Heiler. Und sie können in die Zukunft schauen. Druiden sind die geistige Elite der Kelten. Sie konnten lesen und schreiben, Griechisch und Latein. Aber schriftlich hinterlassen haben sie uns nichts. Noch heute sind sie Inspirationsquelle für Mystik und Spiritualität. Doch was ist wahr? Was ist nur Legende? Sehr wenig war über die Rolle von Druiden in der keltischen Gesellschaft bislang bekannt. Neueste Erkenntnisse jedoch zeichnen ein überraschendes Bild. Die Druiden bilden Herz und Kopf der keltischen Führungsschicht. Sie sind die Ratgeber der Könige, aber manchmal auch deren tödliches Verhängnis. In düsteren Mooren opfern sie. Wir haben es hier mit einer kaltblütigen und kalkulierten Tötung zu tun. Einer rituellen Tötung. Druiden sind Zeremonienmeister vieler Rituale. Eine Elite, die mit jahrhundertealtem Geheimwissen an der Spitze der keltischen Gesellschaft steht. Sie haben politische Macht inne, sie haben Bildung, sind tätig als Juristen, sie sind tätig sozusagen als akademische Lehrer. Und diese Kombination aus all dem macht sie zu einem wichtigen Teil, der die keltische Gesellschaft prägt. In ganz Mitteleuropa finden sich Relikte aus der Keltenzeit. Auf einem Streifen, der von der Donau bis auf die britischen Inseln und später bis nach Irland reicht. Ein riesiges Siedlungsgebiet. Etwa 600 vor Christus bildet sich die keltische Kultur heraus. In Irland reichen ihre Ausläufer bis ins frühe Mittelalter. Und in keinem anderen Land gibt es noch heute so viele praktizierende Druidinnen und Druiden wie in Irland. In der Nähe der Stadt Kilkenny lebt Ema Burkey, das Oberhaupt der Order of Bards, Ovids and Druids. Die größte neodruidische Gemeinschaft mit weltweit mehr als 25.000 Mitgliedern. Heute ist ein wichtiger keltischer Feiertag, Equinox, die Zeit der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche. We welcome the ancestors of our lightline, our bloodline, and of our traditions. I say we're Vaha Gulair. We've come from the north and west, the east and the south, to celebrate the ceremony, the autumn equinox, Conacht an Uair. So let us take three deep breaths. What we do is we follow. Wir folgen dem Lauf der Jahreszeiten als Sinnbild für unser Leben. Wir versuchen, unser inneres Erleben in den Einklang mit der Natur zu bringen. So finden wir zu Ausgeglichenheit und Harmonie. Druiden hat es in Irland schon vor über 2000 Jahren gegeben. Doch Imas Religion ist eine Neuerfindung. Das irische Neodruidentum kommt erst im 19. Jahrhundert auf, als sich die Iren von den Engländern abgrenzen und sich auf ihre keltischen Wurzeln besinnen. Wir leben das Druidentum völlig undogmatisch. Es ist für uns egal, ob du an viele Götter glaubst, an die belebte Natur oder ob du ein Atheist bist. Das ist für uns kein Streitthema. Was uns eint, ist unsere Liebe zur Natur. Die Psychologin Ema glaubt, dass die Gestirne großen Einfluss auf die Seele haben. Sonnen- und Mondwenden gliedern das Jahr in 8 Abschnitte. So auch haben die Kelten das Jahr unterteilt. Schon vor mehreren tausend Jahren haben Druiden und Druidinnen Sonnen- und Mondfeste gefeiert.
Das ist jetzt nicht wissenschaftlich. Aber manchmal merkt man, dass man sich an einem sehr alten Ort befindet. Man kann die Gegenwart der Vorfahren spüren. Die Inspiration für mein Druidentum bekomme ich in Wäldern und an heiligen Orten. Es geschieht genau hier und in Städten wie diesen, in meinem Hain, in meinem Garten. Doch was am Neodruidentum ist historisch? Was hat sich die Fantasie ausgedacht? Für Wissenschaftler zählen allein archäologische Funde. Das Irische Nationalmuseum in Dublin. Hier forscht der mittlerweile pensionierte Archäologe Eamon Kelly. Sein Spezialgebiet: Moorleichen. Diese Leiche wurde in einem Moor beim Crocken Hill gefunden. Daher ihr Name Old Crocken Man. Opfer eines Ritualmordes durch Druiden. Hier haben wir einen jungen Mann, so zwischen 25 und 40 Jahren. Er starb auf besonders grausame Weise. Sein Körper wurde zerstückelt. Das geschah nicht, um ihn zu quälen. Dahinter steckten religiöse Motive. Nichts anderes. Mit einem Schwerthieb wurde der Mann getötet. Dann sein Kopf und Unterleib abgetrennt. Das Ritual sollte verhindern, dass er zum Wiedergänger wird. Der Mann hat nie körperlich gearbeitet und seine Fingernägel sind manikürt. Ein Privileg der Könige. Bei einem anderen König ist der Kopf erhalten geblieben. Mögliches Tötungsmotiv? Eine Krise während seiner Regentschaft, etwa eine Hungersnot. Wenn im vorchristlichen Irland so etwas passierte, wurde der König persönlich dafür verantwortlich gemacht. Wenn der König das Unglück nicht richten konnte, bedeutete das, dass seine Verbindung zu den Göttern gestört war. Dann wurde er in einem Ritual getötet und durch einen neuen König ersetzt. Der Gipfel von Crocken Hill. Hier oben wurde der König von den Druiden gekrönt und an seinem Fuß mit ihrer Hilfe geopfert. Für das Tötungsritual haben sie ein Moor gewählt, denn hier waren sie den Göttern der Unterwelt besonders nah. Moore galten als Eingang zur anderen Welt. Wenn man ein Ritual durchführen wollte, um die Unterstützung der jenseitigen Mächte zu erlangen, dann gab es keinen besseren Ort. Etwa um 350 vor Christus ereilte den Mann sein Schicksal. Aus einer Analyse des Mageninhalts konnte Kelly sogar auf dessen Henkersmahlzeit schließen. Ein Porridge aus Weizen und Buttermilch. Ich stelle mir vor, wie stolz er war, als er König wurde. Und dann lief alles schief. Das Letzte, was er von hier gesehen haben muss, war der Ort seines größten Triumphs. Aber als er hierher ins Moor geschleppt wurde, vermutlich von Druiden, wusste er, dass er sterben würde. Rund 1000 Kilometer weiter östlich, der Glauberg in Hessen. Auch hier haben Druiden ihre Spuren hinterlassen. Am Fuße einer rund 2500 Jahre alten keltischen Siedlung finden Archäologen einen Grabhügel. Davor zwei tiefe Gräben. Mit geomagnetischen Messmethoden kann Archäologe Axel Posluschny sogar ihre Fortsetzung erkennen. Ursprünglich waren die Gräben viel länger. Was wir jetzt hier haben, ist eine etwa 350 Meter lange Grabenanlage von zwei parallel laufenden Gräben. Wir wissen aus Ausgrabungen, dass diese Gräben ursprünglich um die 5 Meter tief gewesen sind, etwa 15 Meter breit gewesen sind. Also wirklich eine ganz monumentale Anlage, die sicherlich auch die Menschen damals sehr beeindruckt haben muss. Die Auftraggeber dieser Anlage müssen Experten in Astronomie gewesen sein. Posluschny und seine Kollegen haben herausgefunden,
dass die Linien genau in die Richtung der großen südlichen Mondwende zeigen. Ein Ereignis, das sich nur alle 18,6 Jahre wiederholt. Wenn wir uns vorstellen, dass hier alle 18,6 Jahre etwas am Horizont passiert, diese große südliche Mondwende beobachtet werden kann, dann bedeutet das, dass hier eine Gruppe von Menschen existiert hat, die über mehrere Generationen das hier beobachtet hat und das hier im Boden eingegraben hat. Und das ist nichts Alltägliches. Eine Priesterkaste. Die ersten Druiden. Die Universitätsbibliothek in Tübingen. Hier forscht der Religionswissenschaftler Bernhard Meyer. Er hat mehrere Bücher über die Kelten und ihre Priester geschrieben. Eine Frage, die ihn besonders beschäftigt: Woher stammt eigentlich unsere heutige Vorstellung von Druiden? Den Urvater sehen wir hier, denke ich. Das ist eine Illustration aus einem Buch von 1676. Da geht es um das antike Britannien und da sollten Druiden auch mal abgebildet werden. Und weil man eben nicht weiß, wie ein Druide aussieht, musste sich der Künstler etwas einfallen lassen. Und er hat sich orientiert an einem frühchristlichen Wandermönch. Dieses Bild entsprang der Fantasie. Wie die echten Druiden ausgesehen haben, darüber steht nichts bei den antiken Autoren. Und die Druiden selbst haben nichts Schriftliches hinterlassen. Wir wissen insgesamt wenig über die Druiden, weil alles oder fast alles, was wir wissen oder zu wissen glauben, geht zurück auf einige wenige antike Autoren. Das sind insgesamt wenige Schriftsteller, auch wenige Texte, oft auch sehr kurze Texte. Und eine Schwierigkeit besteht darin, dass wir oft nicht wissen, wo diese Informationen herkommen. Doch es gibt archäologische Spuren. Der Mont Beuvray in Burgund. Von ungefähr 100 bis 20 vor Christus befand sich hier die Hauptstadt des keltischen Stammes der Hädua, Bibracte. Die Archäologin Sabine Rieckhoff hat einen Teil von Bibracte mit ausgegraben und Hinweise auf die Tätigkeit von Druiden entdeckt. Der bedeutendste Fund? Ein steinernes Becken. Ein Brunnen, ausgerichtet nach dem Sonnenstand bei der Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr und im Herbst. Die Druiden müssen ein unglaubliches Wissen gehabt haben, sonst wären sie nicht in der Lage gewesen, dieses Becken zu konstruieren. Das verlangt geometrische Kenntnisse, denen letztlich der Pythagoras-Satz zugrunde liegt, also a² plus b² ist c². Und die Druiden waren so gebildet, dass sie nicht nur ihre eigenen Lehren, die sie Jahrhunderte hin wahrscheinlich entwickelt haben, denn die gibt es wahrscheinlich schon seit dem 3. Jahrhundert vor Christus, sondern sie haben sich auch Wissen von anderen angeeignet. Es ist ziemlich gut nachweisbar, dass sie sich zum Beispiel geografisches Wissen von den Griechen angeeignet haben. Das Museum von Bibracte. Vincent Guichard ist hier der Chef. Er will wissen, wie die Welt der Druiden aussah im 1. Jahrhundert vor Christus, als Cäsar Gallien eroberte. Die vielen Ausstellungsstücke zeichnen ein lebendiges Bild der hochentwickelten keltischen Zivilisation. Auch des Kultpersonals im Zentrum dieser Gesellschaft. Hier haben wir zum Beispiel einen Griffel aus Eisen, mit dem man auf einer Wachstafel schreiben konnte. Wenn man das Geschriebene nicht mehr brauchte, konnte man es wieder löschen. Dieses Objekt stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und wurde im 1. Jahrhundert vor Christus von den gebildeten Menschen bei den Kelten gebraucht, also auch von den Druiden. Die Druiden konnten lesen und schreiben, doch ihr umfassendes Wissen haben sie nur mündlich weitergegeben. Zur Blütezeit der keltischen Kultur, kurz vor der Eroberung Galliens durch die Römer, kontrollieren die Druiden fast alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Diese Position der Druiden, die beruht darauf, dass sie erstens als Priester tätig sind, also alle öffentlichen Zeremonien leiten, aber zweitens auch, indem sie entscheiden bei Streitigkeiten, also bei Verbrechen, haben sie die letzte Entscheidung. Und das Dritte ist, sie bilden die jungen Leute aus. Das heißt, man kann sagen, die Druiden sind
Kirche, Gerichtshof und Universität, alles in einem. Die Heuneburg am Oberlauf der Donau. Hier stand vor 2600 Jahren eine keltische Stadt, die größte nördlich der Alpen. 5000 Menschen haben auf dem Berg und in der Vorstadt darunter gelebt. Eine reiche Gesellschaft mit Fernhandelsbeziehungen von der Ostsee bis zum Mittelmeer. Als die Archäologen ihre Begräbnisplätze ausgraben, erleben sie eine Überraschung. In vielen besonders reich ausgestatteten Gräbern liegen Frauen. Die Frauengräber sind also auf Augenhöhe sozusagen mit den Männern. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer hatte die Macht inne, wer hatte hier das Sagen und welche Rolle spielten Frauen eben auch in Politik, in Wirtschaft, aber auch in der Religion? Die besonders hochgestellten Toten wurden in Hügelgräbern bestattet. An dieser Stelle soll wieder so ein Grab untersucht werden. Chefrestauratorin Nicole Ebinger wird die Bergung leiten. Und wieder steht sie vor den sterblichen Überresten einer Frau. Da ist auch kein Zweifel. Wir haben erste Indizien dafür, dass sie am Körper Schmuck trägt, weil wir eine Bernsteinfibel entdeckt haben und filigrane Goldperlen, sodass es eher Schmuckgegenstände sind, die Frauen getragen haben. Schon einmal hat sie ein so reich ausgestattetes Frauengrab ausgegraben. Drei Frauen wurden geborgen. Wahrscheinlich eine Priesterin, ihre Tochter und eine Bedienstete. Seit 10 Jahren konserviert Nicole Ebinger die sterblichen Überreste der Toten. Sie wurden etwa 580 vor Christus bestattet. Der Laie sieht nur ein paar Zähne. Die Restauratorin den ganzen Menschen dahinter. Es sind ja immer Puzzlesteine, die man zunächst sieht, sodass man das Gesamte nicht fassen kann. Heute natürlich, wenn ich jetzt vor dem Schädel sitze, da weiß ich heute viel mehr. Ich weiß, es ist eine Frau zwischen 30 und 40 Jahren. Sie wurde in der Donauebene bestattet, hatte wunderbare Grabbeigaben dabei. Und jetzt so langsam erschließt sich ein Bild dieser Persönlichkeit. Die Frau muss sehr reich gewesen sein, denn kostbarer Goldschmuck sollte sie ins Jenseits begleiten. Doch dann sind da noch seltsame Gebilde aus Glas, besonders geformte Steine, Fossilien von Schnecken und Seeigeln. Gegenstände, die für die Tote eine besondere Bedeutung gehabt haben müssen. Frauen, denkt man, sind quasi, wenn sie dann prunkvoll bestattet wurden, das Anhängsel des Mannes quasi, eine Frau, die nur repräsentiert. Natürlich zeigt der Goldschmuck, den wir hier sehen, ganz klar, dass sie natürlich auch repräsentative Funktion hat. Aber durch diese magischen Steine, wie wir sie nennen, gehen wir davon aus, dass hier eine Priesterin oder Heilerin in der Grabkammer bestattet wurde. Aber sie muss eine Wichtigkeit gehabt haben. Eine Frau mit magischen Kräften. Also eine frühe Druidin? Hochdorf bei Stuttgart. In diesem Hügelgrab wird rund 550 vor Christus ein Mann bestattet. Offenbar eine wichtige Persönlichkeit. Die Rekonstruktion seiner Grabkammer. Der Tote liegt auf einer kostbaren Liege aus Bronze. Wohl schon zu Lebzeiten sein Statussymbol. An nichts sollte es ihm im Jenseits fehlen. Seine Waffen, sein Schmuck, sein Gold. Doch am augenfälligsten sein Wagen mit den Waffen. Wofür in aller Welt brauchte er diese Axt? Mit diesem schweren Eisenbeil hat der Tote offensichtlich, das glauben wir, wehrhafte Opfertiere getötet, Hirsche, Rinder, durch einen Schlag auf die Stirn. Und dann diente dieser Spieß dazu, die Tiere zu töten. Also das ist schon eine athletische Leistung, die Axt mit der rechten Hand zu führen und den Spieß mit der linken und gezielt dann aufs Herz den Stoß auszuführen.
Der Mann muss mehr gewesen sein als ein normaler Stammesführer. Er leitete auch das Opfer, eine Schlüsselposition. Die Objekte, die symbolisieren die Rolle dieses Toten nicht nur als Herrscher, als politischer Herrscher oder als wirtschaftlich reicher Mensch, sondern eben auch als religiöser Funktions- und Würdenträger, als Priester. Wir haben hier also einen Vorläufer der Druiden vor uns in einer Zeit, wo politisches und religiöses Amt, höchste Position in einer Person verschmolzen. Sakrales Königtum, das ändert sich später. Ein neuer Berufsstand bildet sich aus den Spezialisten fürs rituelle Opfern heraus. Druiden. Das erste Mal erwähnt werden sie im 2. Jahrhundert vor Christus von griechischen Schriftstellern. Der Begriff Druide bedeutet so viel wie Eichenkundiger. Die Macht der Druiden war gesellschaftlich begründet aufgrund ihrer Rolle, die sie für die Religion spielten. Also wer die Opfer kontrolliert, wer das ganze Opferwesen beaufsichtigt, der kann eben auch Macht ausüben. Und das ist ja in antiken Kulturen oft so gewesen, dass also politische Herrschaft und religiöse Funktionen in einer Hand lagen. Das kennen wir aus vielen alten Kulturen und das wird bei den Druiden nicht viel anders gewesen sein. Auf der Heuneburg wollen Dirk Krause und sein Team mehr darüber wissen, wie hier rund 600 vor Christus die Religion organisiert war und wer die Opferrituale leitete. Wir haben sehr viele Siedlungsbefunde, Handwerksbefunde. Das gibt's hier alles. Also alle Ausformungen, alle Überreste des täglichen Lebens, des normalen Lebens. Was hier aber fehlt an der Heuneburg, ist ein Heiligtum, ein Tempel, ein spirituelles, ein religiöses Zentrum. Das hat man hier oben bisher nicht gefunden. Und wir haben uns natürlich gefragt, wo war das? Eine Zufallsentdeckung bringt sie auf die Spur. Etwa 9 Kilometer entfernt, am Südhang der Schwäbischen Alb, ist ein Berg oben auf einer Fläche von 2 Fußballfeldern völlig eben. Gewaltige Erdarbeiten haben hier 600 Jahre vor Christus stattgefunden. Das Ergebnis? Ein monumentales Gemäuer von der Größe eines riesigen Containerschiffs. An einem Ende die Reste einer gewaltigen Mauer, 13 Meter dick und 10 Meter hoch. Schicht für Schicht legen die Archäologen den Querschnitt eines ovalen Platzes frei. Etwa 300 Meter lang und 40 Meter breit. Da müssen auch gelehrte Baumeister mit Plan am Werk gewesen sein, weil so ein Berg wirklich zu überformen, die Kubaturen auch zu berechnen und so weiter, die Volumina zu berechnen, das ist schon eine Leistung. Und man hat unheimliche Energie darauf verwendet, das Plan zu bekommen und dem Berg diese Form zu geben. In der Mitte des Platzes und an den Rändern entdecken die Archäologen Mauern. Für ein Verteidigungsbauwerk sind sie viel zu klein. Die Terrasse muss eine andere Funktion gehabt haben. Wenn man eine Schlacht gewonnen hatte, wenn eine vornehme Person gestorben ist, wenn man einmal im Jahr den ganzen Stamm hier zusammengebracht hat, so stelle ich mir das vor, da kam man hier zusammen. Und bei der Gelegenheit hat man aber auch vielleicht Feste gefeiert und Pferderennen veranstaltet und Wagenrennen veranstaltet. Das muss man sich auch nicht so traurig vorstellen, sondern das war dann auch ein Event, würden wir heute sagen. Ein gigantischer Versammlungsort, dem Himmel ganz nah. Keine 50 Meter von der Ausgrabungsstelle entfernt, machen die Archäologen eine spektakuläre Entdeckung. Eine unscheinbare kleine Erhebung, mitten auf dem ehemaligen Platz. Eine Art Altar. Das sind Menschenknochen, die wir hier gefunden haben. Stammen aus einem Schacht, der direkt unter uns liegt hier. Der Schacht war 5 Meter tief und mindestens 7 menschliche Skelette
lagen in diesem Schacht. Für diese Region ist es einmalig. Das sind keine normalen Gräber, ganz sicher nicht. Und im Zusammenhang mit diesem besonderen Platz hier, mit diesem Gesamtkunstwerk, mit diesem Ritualplatz, glauben wir, dass es sich hier um Menschenopfer, Reste von Menschenopfern handelt. Kam der Stamm hier zusammen, um gemeinsam Menschenopfer zu zelebrieren und die Götter geneigt zu stimmen? Einige hundert Jahre nach diesem Ereignis berichtet der römische Dichter Lukan von düsteren Hainen und blutigen Opfern unter Leitung von Druiden. Für die Römer waren die grausamen Riten der Kelten ein beliebtes Sujet. Doch ob das Kultpersonal tatsächlich im großen Stil Menschen geopfert hat, ist umstritten. Die schriftlichen Belege dafür hat der Tübinger Religionswissenschaftler Bernhard Meyer ausgewertet. Druiden werden in den antiken Quellen geschildert als diejenigen, die also diese Menschenopfer beaufsichtigen. Das sind also zum Teil Dankopfer, zum Teil Bittopfer, insbesondere beispielsweise bei kriegerischen Handlungen. Da werden Kriegsgefangene geopfert. Da ist also beispielsweise die Rede davon, dass man einen Dolch in das Opfer stößt und dann aus den Todeszuckungen weissagt den Willen der Götter. Caesars Schilderung, die diesen Abbildungen zugrunde liegt, ist keine sachliche Darstellung seiner Kriege gegen die Gallier. Es steckt auch viel interessengeleitete Propaganda darin. Warum nicht den Feind schlecht machen? Ich halte das für ein Schreckgespenst, das antike Römer sich erzählt haben. So schauerliche Geschichten, wie man sich um 1900 in der Zeit des Kolonialismus über erzählt hat, dass die Missionare in Afrika in großen Kesseln gekocht und anschließend verspeist werden. Und genauso haben sich die Römer solche Geschichten erzählt. Alles nur von den Römern erfunden? Die Region der Somme in Nordfrankreich. Schauplatz der grausamsten Schlacht des Ersten Weltkriegs. 1 Million Menschen sterben hier im Sommer 1916. Der Archäologe Gilles Prilot ist Spezialist für die Bergung von Soldatengräbern. Doch hier, mitten in den Frontlinien des Ersten Weltkrieges, liegt ein Massengrab, das deutlich älter ist. Es stammt aus der Keltenzeit. Alors, nous nous trouvons au cœur de la bataille de la Somme. Wir befinden uns mitten im Herzen der Somme-Schlacht. Die Front verlief ungefähr in diese Richtung. Et à la fin du conflit, à la fin de la guerre, gegen Ende des Krieges gruben australische Soldaten hier ihren Schützengraben genau durch einen keltischen Tempel. Et ont traversé le temple celtique. Als Archäologen in den 1960er Jahren die ersten Knochen entdecken, liegt zunächst ein Vergleich mit den Gräbern aus dem Ersten Weltkrieg nahe. Die sind leicht zu erkennen, an Uniformresten und Helmen der toten Soldaten. Doch hier ist etwas grundsätzlich anders. Nicht nur die Uniformen und die Helme fehlen. Si on compare la main osseuse que l'on voit ici, composée... Wenn man vergleicht, sieht man eine große Menge von Menschen- und Pferdeknochen. Et de chevaux. Und was einem sofort ins Auge springt, es gibt keine Schädel. Jemand muss die Schädel entnommen haben. Die Analyse der Knochen ergibt, hier liegen etwa 600 junge Männer, gestorben rund 300 vor Christus. Und alles deutet auf ein grausiges Ritual. Das Museum und Forschungszentrum von Ribemont-sur-Ancre. Hier haben die Archäologen den Knochenfund rekonstruiert. Schnell ist klar, die Toten sind Krieger. Denn zwischen den Gebeinen liegen ihre Waffen. Hier haben wir die Spitze eines Speers. Hier ein Teil von einem Schild. Hier die Reste eines Schwerts. Wir haben es also mit den Überresten von Kriegern zu tun. Krieger ohne Kopf. Die Krieger waren mitsamt ihren Waffen an ein Holzgestell geknüpft worden und dort über längere Zeit verwest. Ein Opfer an die Götter und ein Mahnmal an den Feind. Offenbar haben die Sieger einer Schlacht ihre toten Gegner an einem Heiligtum zusammengetragen, um an ihren Kriegserfolg zu erinnern.
Doch vorher haben sie ihnen die Schädel abgetrennt. Druiden haben mit den Gebeinen der Krieger zwar religiöse Rituale vollzogen, doch für deren Tod verantwortlich waren sie nicht. Kopenhagen. Der bedeutendste Fund, der Hinweise liefert auf die Religion der Kelten, befindet sich hier im Nationalmuseum. Der Kessel von Gundestrup. Auf keinem anderen archäologischen Objekt ist die Götterwelt der Kelten so detailliert wiedergegeben wie auf diesem Silberkessel, gefunden in einem dänischen Moor. Am meisten Rätsel gibt den Archäologen dieses Detail auf. Ein Mann taucht einen Krieger in einen Kessel. Ein Menschenopfer? Der Archäologe Flemming Kaul hat viele Jahre über die Motive des Kessels geforscht. Er kommt zu einer ganz anderen Erklärung. Wir sehen eine Reihe von Kriegern, gestorben auf dem Schlachtfeld. Jetzt stehen sie in der Unterwelt in einer Art Warteschlange. Worauf warten sie? Sie warten darauf, in einen Kessel getaucht zu werden, um in einer anderen Welt weiterzuleben. Vielleicht sollte ja der Gundestrup-Kessel genau das, ewiges Leben geben. Die Kelten glaubten an die Wiedergeburt. Deswegen fühlten sie sich unverwundbar. Genauso wie Obelix, der Held aus dem Comic. Auch er war ja als Kind in einen Kessel mit Zaubertrank gefallen. Die Silberplatte mit den Kriegern hat wohl auch Uderzo inspiriert. Einen der Erfinder von Asterix. Vor ein paar Jahren habe ich mich mit ihm über den Kessel von Gundestrup unterhalten. Er sagte mir, der Gundestrup-Kessel sei das Vorbild für den Kessel mit Zaubertrank bei Asterix und Obelix. Wozu der Kessel allerdings genau benutzt wurde, darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht enthielt er einfach nur Wein für ein rituelles Gelage. Die goldene Sichel. Auch dafür hat der Asterix-Zeichner Uderzo historische Quellen zu Rate gezogen. Die Geschichte, dass der Druide Miraculix in Eichen klettert, um Misteln zu schneiden, alles belegt. Der Tübinger Religionswissenschaftler Bernhard Meyer hat den Ursprungstext für diese Geschichte studiert. Sie steht beim römischen Schriftsteller Plinius, 1. Jahrhundert nach Christus. Da ist ein druidisches Ritual beschrieben, wo es heißt, dass der Druide zu einer bestimmten Zeit, nämlich am 6. Tag nach Neumond, mit einer goldenen Sichel in das Geäst einer Eiche steigt und dort eine Mistel schneidet. Dann wird gesagt, dass diese Mistel in einem weißen Tuch aufgefangen wird. Dann werden Stiere herbeigeführt, die dann geopfert werden. Das ist die ausführlichste Beschreibung so eines keltischen religiösen Rituals. Und man kennt die schon sehr lange und deswegen ist sie eben auch sehr bekannt und sehr häufig zitiert und besprochen worden. Wenn diese Beschreibung stimmt, dann ist eine Entdeckung am hessischen Glauberg eine ziemliche Sensation. Am Rande eines Hügelgrabs machen Archäologen im Jahr 1996 einen ungewöhnlichen Fund. Die Statue lag hier in diesem Graben, in dem wir jetzt stehen, und war natürlich völlig unerwartet. Und irgendwann kommt beim Tiefergehen in der Erde der erste Stein heraus. Und wenn man etwas weiter freilegt, das Ganze, dann kann man schon erkennen, da sind zwei Beine. Das muss also offensichtlich ein Mensch, eine Statue sein. Und ab einem bestimmten Punkt ist das Gesicht freigelegt und man blickt dann tatsächlich in das Antlitz eines Menschen von vor 2.500 Jahren. Die Statue ist jetzt das Glanzstück des Keltenmuseums am Glauberg. Sie zeigt das Abbild des Mannes, der im Grabhügel neben der Fundstelle beigesetzt worden ist. Ein Mann aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Dessen Grabbeigaben verraten seine gesellschaftliche Stellung. Er trägt das Schild eines Kriegers. Sein Goldschmuck zeigt, dass er sehr reich gewesen sein muss. Was die bei ihm gefundene Figur so einmalig macht, ist ihr Kopfschmuck.
Ein Helm ist es nicht. Im Grab gefunden wurde so ein Draht, auch mit Stoff umwickelt, wie hier zu sehen ist. Holzreste, Lederreste. Und daraus wurde dann rekonstruiert, dass sich um so eine Lederkappe gehandelt haben könnte. Ja, diese Kopfbedeckung, die deuten wir als eine Mistel. Wenn wir da uns das Original an der Statue anschauen, sieht man, dass die eine Seite größer ist als die andere. Ganz charakteristisch auch für die beiden Seiten eines Mistelblattes. Und wenn man dann überlegt, was viele Jahrhunderte später zu den Druiden geschrieben wird, dort werden die Druiden ja immer mit Misteln in Verbindung gebracht, bei Cäsar zum Beispiel. Insofern könnte man sich vorstellen, mit ein bisschen Fantasie, dass wir eben hier auch hier eine Kopfbedeckung eines Druiden vor uns haben. Stellt seine Kappe tatsächlich eine Mistel dar, wäre der Mann vom Glauberg der erste Druide, von dem es eine Abbildung gibt. Nur ein einziger Druide taucht aus dem Dunkel der Geschichte namentlich auf. Divikiakos. Der Mann war Stammesfürst Hädua, persönlicher Freund von Cäsar und eine tragische Figur. Er lebte in einer Zeit, in der das Keltenland Gallien gerade von den Römern besetzt wurde. Divikiakos ist eine ganz interessante Figur, deswegen, weil er der einzige antike Druide ist, über den wir etwas Näheres Biografisches wissen. Cicero schreibt das in einer seiner philosophischen Schriften, dass eben der Divikiakos ein Gastfreund von ihm gewesen sei und dass er auch einmal in Rom gewesen sei, in dieser Funktion, also sozusagen in diplomatischer Mission, und dass man sich aus diesem Anlass beispielsweise auch über Weissagung nach dem Vogelflug unterhalten habe. Wenn der Druide Divikiakos in seiner Heimatstadt Bibracte einen öffentlichen Auftritt hatte, war es vermutlich an diesem Ort. Die Archäologen haben die Fundamente für einen Versammlungsort freigelegt. Die Grundfläche 40 mal 40 Meter. Platz für mehrere hundert Menschen. Wenn hier Versammlungen stattgefunden haben, dann war auch ein Druide dabei, weil der Divikiakos war ja gleichzeitig diplomatischen Dienst unterwegs und er war eine Art hoher Beamter hier in Bibracte. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass wenn hier bei diesen Versammlungen, die immer unter dem Schutz der Götter stattgefunden haben, dass hier Druiden anwesend waren. Divikiakos sollte seine Stammesgenossen davon überzeugen, dass es besser ist, sich mit den Römern zu verbünden, anstatt sie zu bekämpfen. Eine heikle Aufgabe. Das Forschungszentrum von Bibracte. Sabine Rieckhoff und Vincent Guichard wollen nachvollziehen, wie dieser Druide ausgesehen hat. Wahrscheinlich trug er eine Hose, also die Kleidung eines Kriegers. Und war auch in Auftreten und Funktion so ganz anders als das Bild, das man normalerweise mit einem Druiden verbindet. Divikiakos ist eine große politische Persönlichkeit, die gehört wird, die über Wissen verfügt und Konflikte lösen kann. Er ist Richter und Diplomat. Er ist ein Botschafter, den Cäsar schicken kann, um die Kelten davon zu überzeugen, sich mit Rom zu verbünden. Seine Mission ist auf lange Sicht erfolgreich. Die Hädua unterwerfen sich den Römern. Später übernehmen sie deren Götter und bauen ihnen neue Tempel. Für die Druiden in Gallien bedeutet es innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten das Ende. Also ich denke, die Römer haben die Druiden als gewisse Bedrohung empfunden, weil sie eben gesehen haben, dass das eine Gruppe von Menschen ist, die großes Wissen hatte und auch in der Lage gewesen ist, dieses Wissen politisch einzusetzen. Und sie haben sie wahrscheinlich verdächtigt, dass sie irgendwie antirömische Ideen verbreiten. Und deswegen sind sie wahrscheinlich auch verboten worden. Zur neuen Hochburg der religiösen Oberschicht sollte Irland werden. Ihr heiligster Platz? Der Hügel von Tara. Der Archäologe Eamon Kelly hat ihn erforscht. Hier werden die irischen Könige gekrönt und hier versammelt sich ihr sagenhafter Hofstaat. Allen voran ihre Wissenselite, die Druiden.
Ihre Aufgabe? Den König in allen weltlichen und religiösen Dingen zu beraten. Tara was regarded as being the most sacred place in the whole of Ireland. Tara war der heiligste Ort in ganz Irland, denn hier war die Verbindung mit der spirituellen Welt am größten. Daher war der König von Tara auch der wichtigste König. Und seine Druiden waren diejenigen, die in Irland das Sagen hatten. Die Druiden konnten sogar die Zukunft vorausschauen. So steht es in den irischen Heiligengeschichten. Deshalb waren sie alarmiert, als auf dem Hügel von Slane, direkt gegenüber vom Königssitz, der erste christliche Missionar auftauchte, St. Patrick. Er entzündete am Tag des Frühlingsanfangs ein Feuer, eigentlich ein Privileg des Königs. Sein Druide gibt dem König den Rat, das Feuer und alles, was damit zusammenhängt, sofort zu löschen. Denn sonst würde dieses Feuer in Irland niemals ausgehen. Das ist natürlich eine Anspielung auf das Christentum. Dem Druiden war also klar, wie sich die Geschichte entwickeln würde. St. Patrick und der Beginn des Osterfeuers, eine von vielen heiligen Legenden. Hier wurden sie aufgeschrieben, im Skriptorium von Clonmacnoise, dem wichtigsten irischen Kloster, gegründet 548 nach Christus. Eamon Kelly nimmt die Berichte der frühen christlichen Mönche über die Druiden als eine von mehreren Quellen ernst, allerdings mit Abstrichen. It's clear that the purpose behind writing. Es ist offensichtlich, dass diese Geschichten mit einer christlichen Intention geschrieben worden sind. Der Zweck war, die Druiden als die Bösen und die Anhänger der christlichen Kirche als die Guten darzustellen. Und es ging auch darum, die christlichen Moralvorstellungen zu verbreiten. Eine ganze Weile noch existieren die keltische Religion und das Christentum parallel. Dann, ungefähr im 8. Jahrhundert nach Christus, verliert sich die Spur der Keltenpriester. Ich glaube, dass sich die Druiden in die christliche Gesellschaft eingliederten. Sie blieben die Gelehrten, allerdings als Mönche im Kloster. Ihr Einfluss als geistige Elite setzt sich so bis ins Mittelalter fort. Spuren der druidischen Religion haben bis heute überdauert. Halloween, der Vorabend des alten keltischen Neujahrsfestes. Rund 1000 Jahre lang bildeten die Druiden die geistliche und weltliche Elite der Kelten. Doch sie standen auf der Verliererseite der Geschichte, beim Konflikt mit den Römern und später bei der Christianisierung Irlands. Aus dem Dunkel der Geschichte tauchten sie auf wie ein Schatten. Sie verschwanden, ohne uns ein Wort zu hinterlassen, über sich selbst.